Moin Moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Sind wir in der Folge Zelda. Ja, wir sind in der Ranel-Wüste und versuchen immer noch die zwei letzten Codes für die Kommandation von dem Zeitschloss-Portal zu finden. Und ich glaube, ich muss da hinten hin. Da hinten irgendwo hin. Dafür habe ich mir so ein paar Markierungen gesetzt. Wenn man sieht. Will ich ja da hinten hin? Da will ich hin. Also muss man schon so ein paar komische Wege laufen. Bloß, da ist natürlich die offene Welt. Also muss einmal außen rumlaufen. Das ist ein bisschen nervig, aber das geht glaube ich nicht anders. Hier war anscheinend die Straße. Und da ist ja das abgebrochen. Da müssen wir auch irgendwie hinkommen, aber ich weiß noch nicht. Oh, ich war doch fast dran. Naja. Das ist ein blöder Vogel. Mal gucken, da bin ich. Kann ich auch was wegnehmen? Kann eigentlich theoretisch da eine Markierung hinsetzen. Also ich müsste doch darüber laufen können. Genau, jetzt müssen wir kurz gucken. Und ich muss ja da irgendwie hin. Hä? Warte mal. Ich muss da hin. Dann müsste ich doch den da einfach hinsetzen, oder? Das war gar nicht so schwer. So. Gut. Und jetzt gucken wir hier. Wir sind schon nicht dichter dran, würde ich sagen. Mal gucken, was wir da irgendwie hinkommen. Hier können wir mal runtergehen. Warten wir kurz hier oben. Okay, jetzt mal ein Platz machen. Lass uns gucken. Also. Findet sich da. Da hinten. Da muss ich ja irgendwie da drin, dieses Ding da. Muss ja irgendwie da rüberkommen. Und da gibt es aber nur zwei Wege. Und zwar einmal dahin laufen. Nee, einmal dahin laufen. Und dann einmal dahin laufen. Also einmal quer rüber. Und dann darüber. Gut, dann bin ich hier. Mhm. Ist doch kein Treibsand. Hätte ich auch so laufen können, ne? Fällt mir gerade auf. Dumm von mir. Na gut. Das war wirklich blöd gerade, fällt mir gerade auf. Aber wir müssen auf jeden Fall wie heißt das? So, jetzt haben wir einen. Da kann ich hoch, ne? Ich muss ja irgendwann ein Zeitschloss, Zeitportal finden, irgendwas. Dann muss ich das hier verändert, behaupte ich mal. Hier ist. Ah, guck mal hier. Kann ich reingehen? Ja, perfekt. Und da drin wird es sein. Müssen wir nochmal holen. Nein, hier ist es nicht drin, anscheinend. Hier kommt nämlich gar nichts. Hm. Ist zwar irgendwie ein Rätsel oder sowas, aber da habe ich jetzt gar keine Lust zu. Ich möchte irgendwie erstmal die Konfiguration finden, beziehungsweise die Kombination. Und ich hoffe, das klappt. Dann mal gucken, pass mal auf. Das scheint da fast drin zu sein. Sind doch da durch. Okay, wir speichern einmal. Und dann müssen wir uns da durchwursteln. Okay, dann müssen wir doch da rein. Shit. Das, wir kommen außen rum. Dann müssen wir da rein. Na gut.
Was ich machen soll, ne? Ah, guck mal. 10 Bomben bekommen, ne? Perfekt. Hoppa. Gibt's hier Luftzug? Na, Buddel. Nein. Kommen wir nicht hoch? Was mache ich denn da jetzt? Der konnte mich gar nicht rammen da, ne? Oh doch! Hä? Der kann mich nicht rammen! Bei dem ist er doch auch dagegen gefahren. Gerollt. Okay, warte mal. Also muss ich schon mit den Bomben da irgendwas machen. Bringt nichts, ne? Das ist nicht, oder? Nee, rollt darüber, cool. Irgendwas passiert? Ach, guck mal. Oh. Gut zu wissen. Klar. Perfekt. Die ganzen Spinner sind weg. Okay. Okay. Keine Ahnung, was das war. Wofür die Elektrokugeln noch gut sind. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Bin ich von da gekommen, bin ich von da gekommen? Das ist die Frage, ne? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt draußen sind und draußen ist da jetzt auch alles grün, ne? Ach bitte. Das ist jetzt auf der anderen Seite auch ein bisschen grün geworden vielleicht? Mal gucken. Nein. Mist. Okay, müssen wir noch mal rein. Da hab ich irgendwie was übersehen, ne? Scheiße. Shit. Muss ich jetzt den Stein wieder anmachen? Was alles noch? Nee, ist alles noch nicht. Okay. So, wir sind noch in der Vergangenheit hier. Jetzt muss ich kurz überlegen. Sehr gut. Oh, und ein Herzchen für uns. Ach, komm schon. Ja. Gut, dass sie alle Herzen fallen lassen. Come on.
machst du noch? Bomben, okay. Was soll ich mit den Bomben, ist die Frage. Da hinten müssen wir, glaube ich, hinhängen, ne? Wie komme ich denn da rüber, ist die Frage. Chillen. Da kann man eine Bombe raufhören. Das machen wir jetzt einfach mal. Was passiert? Ich weiß es. Ah, warte mal. Pass mal auf. Der muss bestimmt die Dinger da unten darüber bringen. Da hinten sind noch diese Dinger. Da muss bestimmt Strom gemacht werden, damit hier irgendwas passiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Oder? Da sind noch diese Pindöpsel da oben. Warum auch immer ich das gesagt habe, ich weiß nicht. Das wäre doch jetzt aber das Coolste gewesen eigentlich. Ja. Was machen wir? Suchen mal. Ich habe irgendwas gemacht. Wir müssen die ganz woanders hin. Ich muss auch die da hinten nur hinlegen auf diese Fläche. Das habe ich ja nicht gemacht. Wir müssen auf der Fläche rauf. Das kann ich auch sein. Da liegt ja schon einer drauf jetzt. Und der muss auch da drauf. Da müssen zwei drauf. Das ist verkehrt. Okay. Müssen die irgendwie anders? Ah, warte mal. Müssen die Fläche immer anders rauf? Also irgendwas hat das mit diesen Dingern zu tun. Die liegen ja nicht um so einen Grund darum, ne? Was stand da? Da stand doch irgendwas gerade, ne? Ah, mal durchlesen hier. Da ist irgendwas mit Zetteln hier. Putzplan für den Tempel der Bauleitung. Okay, bringt uns nicht so viel. Okay, also die Dinger da hinten müssen ja irgendwas anderes machen können. Das war's. Was sind die denn? Da hinten ist immer das Teil, wo ich rein muss. Und ich glaube fast, dass diese Stromdinger, dass sie dafür gedacht sind, die müssen da oben rauf. Hundertprozentig. Von der Seite fliegen. Ja, warte. Warte mal kurz. Nee. Nee, nee. Ah, doch. Das ist vielleicht besser. Wir müssen auch mal rein und rausgehen, damit die wieder da sind an ihrer Ort und Stelle. Aber jetzt sind wir schon zu weit weg. Ja. Nee. Ist
doch, das muss doch da ran, glaubt ihr nicht? Ich wüsste sonst nicht, wofür das gut sein sollte. Ich glaube, wir fliegen jetzt mal direkt dran, statt die da rauszulassen. Fliege ich jetzt mal direkt dran. Gucken, was das bringt. Gar nichts, ne? Ich wüsste sonst nicht, was man damit machen könnte. Diese Stromkreisdinger. Das gibt's hier doch gar nicht, oder? Das ist doch hundertprozentig richtig. Zu doll runter, das kann nicht richtig sein. Ja, aber gegenfliegt bringt auch nichts, ne? Ganz ehrlich, es muss so sein. Das wüsste ich nicht, was man hier noch machen sollte. Ich bin überfragt gerade. Keine Ahnung, was man hier machen kann sonst. Es gibt hier ja nichts anderes. Was steht hier zum Beispiel? Keine Chance für der Dürre. Machen wir Ranel grüner, die Bauleitung. Ja, okay. Wieder, ne? Aber ich wüsste echt nicht, wie das sonst vonstatten gehen sollte hier. Oder müssen die Dinger einfach nur hier drauf? Müssen die einfach nur hier drauf vielleicht? Nee. Kann's ja auch nicht sein, oder? Obwohl, da macht ja auch nicht Strom da drin, ne? Mann! Ich bin hier gar nicht mehr weg da. Wir müssen ja nur auf diese Fläche da drauf, kann ja auch sein. Ich krieg den da gar nicht mehr weg. Glaube ich. Nein! Kann man denn sein? Wir würden so gut auf die Spitzen drauf passen. Das sollen sie anscheinend nicht. Die haben ja auch Augen, ne? Nur so den Ball. Ich muss die erst zerstören, bevor ich die nutzen kann. Wollt ihr mich verändern? Normal, da muss doch irgendwas gemacht werden mit den Dingern. Es gibt doch keine Löcher, wo ich durchfliegen kann, ne? Nee. Also, wir gehen nochmal raus, damit ich die rüberhole zu mir. Dann sind wahrscheinlich die Gegner alle wieder da, das macht aber nichts. Gehen wir nochmal rein. Keine Ahnung. Ich hätte gedacht, ich müsste die da oben rauflegen, aber anscheinend ja nicht. Mal rein. Huch. Ja, gucken wir nochmal. Also da hinten habe ich ja schon den Zeiger gesehen, den wir brauchen. Oh, der Gegner ist ja wieder da. Macht natürlich super Sinn.
Okay, jetzt müssen wir gucken, was ist das hier für ein Ding? Ich muss mal Partei fahren, wer weiß das. Dies ist das Ei eines Rollkrebses. Der Effekt des Steins der Zeit hat den Rollkrebs zurück in diesen Zustand versetzt. Auch in dieser Form stößt er jedoch in regelmäßigen Abständen elektrische Schockwellen aus. Ich schlage das Ei mit dem Schwert, wenn es keine Schockwellen abstößt, und trage es mit dem Greifkäfer. Okay, warte mal. Machen wir mal. Schnell sein. Und dann? Was soll ich mit dem machen? Kann ich einfach auf jemanden raufwerfen vielleicht? Nein. Okay, kann man machen. Oh, komm schon. Oh Mann. Jetzt bin ich gleich tot hier. Also ich kann das Ding anvisieren und sie gibt mir Hilfe, weil sie hat irgendwie... Dieses Ei in Rollkrebs, Effekt des Steins Rollkrebs. Also die Form stößt er jedoch in regelmäßigen Abständen elektrische Schockwellen aus. Lage das Ei mit dem Schwert, wenn es keine Schockwellen abstößt, oder trage es mit dem Greifkäfer. Und dann... Ja, was soll ich damit machen, ist die Frage. Was soll damit passieren, ist die Frage. Muss ich vielleicht nochmal in die andere Epoche gehen vielleicht? Pass mal auf. Wir versuchen mal mitzugehen. Wir bauen uns noch kurz mal um. Okay, das macht keinen Sinn. Oder muss ich da rüberpacken? Ah, warte mal, jetzt. Doch, jetzt habe ich eine Idee. Was machen wir? Wir müssen da rüber vielleicht einfach nur. Oder ich kann die ja irgendwo hinpacken. Und dann würden die vielleicht. So, wenn ich jetzt da hinpacke. Und dann das Ding wieder umdrehe. In der anderen Zeit, dann müssten die ja da eigentlich liegen jetzt, oder? Ist ja da hinten. Was bringt es mir, ist die Frage. Also man kann die irgendwo hinpacken. Aber er kommt wieder hierher. Okay, bringt also gar nichts. Ah, jetzt weiß ich nicht. Ach Mann, wie dumm bin ich denn auch. Pass auf. Könnt ihr die doch? Pass mal auf, ich könnte die auch mit der. Wie beim anderen Level. So. Wieder her, wenn ich Glück habe. Ich nicht. Doch. Jetzt. Wieder darauf stellen. Gucken, bis ich dahin komme. Und dann ende ich die Zeit. Wie simpel und wie dumm ich war. So.
oder? Okay. So, jetzt können wir die Zeit auch ändern. Und hier müssen wir einfach was platt machen, da. Oh Mann. Oh, was ist da drin? Eldin-Erz, okay. So, jetzt schicken wir unseren Heini hier runter. So simpel und ich komme da nicht drauf. Wie doof ist denn das, ey? Also ich frage, was wir hier machen können. Aha. Okay, jetzt geht's da auf. Was kann ich da machen? Okay. Wir müssen doch da rein, glaube ich. Wir müssen die nur einmal holen. Wenn das klappt. Na bitte. Also, die sollten schon dahin, aber nicht so, wie ich es gedacht habe, wie man sieht. Aber, schon gut, ich habe zwar überhaupt kein Leben mehr, aber egal. Oben finde ich auch noch irgendwas. Nee, find ich nicht. Oh, so simpel und trotzdem war ich so dumm. Na gut. Was finden wir hier drin? Ein Monsterhorn. Sehr gut. Hier? Noch ein Monsterhorn? 5 Rubine, super. So, jetzt machen wir hier nochmal. Ein Symbol? Ein Feuersymbol. Gut. Dankeschön. So, jetzt müssen wir raus hier und zurück kommen wir Gott sei Dank gleich wieder. Von überall hin mal. So, raus hier. Okay, jetzt muss das letzte finden. Und wir es schon orten können gleich. Draußen. Ich will aber nichts riskieren. Die speichere ich lieber nochmal. Da. Okay, pass auf, guck mal. In die Richtung auf jeden Fall. Da können wir mal kurz drauflaufen. So, dann gucken wir nochmal. Mehr gibt's hier nicht. Es gibt eigentlich nur die... Da gibt's auch eine Stelle. Da ist das große Ding. Klar, da sagt er natürlich hin. Hier ist aber auch hier was. Okay, dann dahin noch. Okay, das ist diese Höhle. Da müssen wir schon rein, ne? Ja. Gut, dann geht da nochmal rein. Okay. Wieder so ein Ding wie beim letzten Mal. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall irgendwas sprengen. Gut, dann machen wir das mal. Okay.
Da ist auch noch ein Stein, da müssen wir vielleicht auch noch springen. Okay, da ist er. Gut. So, weg sind die und dann. Oh, ihr müsst sie ja wieder hin. Genau. Eigentlich nur das Ding wieder da rein pfeifen. Pass mal auf. Stimmen wir schon mal rauf. Und dann. Hey, das war der Verkehrte. Die wir haben. Okay. Okay. Das Ding ist leichter als gedacht. Auch nur, weil wir jetzt wissen, wie es geht. Oh, Mann. Oh. Strom rein. An. Gut, dann gehen wir hier rein. Ah, das ist schön, aber ich kann gut ein paar Herzen noch gebrauchen. Naja, nehmen wir keine Herzen, weil das hier geht ja auch. Oh. Gut, das müsste der dritte sein, ne? Ein Blitz. Okay. Perfekt. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Du hast die richtige Kombination der drei Schalter gefunden. Gib dich nun zum Hauptschalter am Rennelsteinwerk. Machen wir. So, wir sollen hier wieder rauskommen, ohne dass uns so viele Gegner jetzt platt machen gleich. Oh Mann. Oh, das gibt's doch gar nicht. Ich bin auch zu schnell mit ihrem blöden Schalterkram da. Hier hinten, oder? Moment. Guck mal auf hier. Roter, perfekt. Ah, langsam levelt sich wieder unser Portemonnaie, beziehungsweise unsere Börse füllt sich. So. Gut. Nur zum Hauptschalter. Der war ja da oben. Vielleicht kommen wir da auch relativ zügig hin, ohne dass ich hier jetzt groß was machen muss. Perfekt. So, machen wir den einmal an. Jetzt, was er? Du hast die richtige Kombination gefunden? Doch dann allein wärst du deinen Steinweg nicht betreten können. Was? Okay, warte mal. Wie ist die Kombination denn? Warte mal. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Symbole auf den Hebeln dieses Hauptschalters stimmen mit denen der drei bereits betätigten Schalter überein. Ich gehe davon aus, dass zwischen ihnen ein Zusammenhang besteht. Okay, ich auch. Und zwar würde ich sagen, Blitz ist 12 Uhr, das ist 9 Uhr und das ist 4 Uhr. Also Blitz 12, Wasser 9 und 4. Gut, Feuer 4. Okay. Na, dreh dich. So.
die Frage, welcher als erstes? Der hintere ist blau, also pass mal auf. Vorher war 4 Uhr, ne? Und Blitz geht nach oben. Oder? Das soll richtig sein. Ich bin begeistert. Das ist wahrscheinlich der Tempel. Und ich bin so begeistert, dass wir diesen Tempel definitiv beim nächsten Mal machen. Sehr cooles Teil. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, beim nächsten Mal gehen wir da rein und schauen uns das Ganze einmal an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.